Jetzt am Wort ist Christian Hafenecker von der FPÖ. Ich traue meinen Ohren nicht. Sie stellen sich daher und halten eine Sonntagsrede zur Medienfreiheit und wissen, dass wir gerade im Untersuchungsausschuss über das Österreich-Beinschab-Tool reden. Was haben Sie da vorher gesagt? Von wegen Freiheit und Verantwortung. Sie haben im großen Stil die österreichische Medienlandschaft komplett korrumpiert. Sie haben die mit 500 Millionen Euro überschüttet, damit Sie Ihre Berichterstattung als Durchläufer überbringen an die Bevölkerung. Sie haben Umfragen fälschen lassen, ja, um einen parteiinternen Zwist durchzusetzen und den Herrn Kurz an die Macht zu putschen. Dazu haben Sie Steuergelder verwendet und jetzt stellen Sie sich ehrlicherweise daher und sagen, was von Verantwortung und Freiheit der Medien. Frau Kollegin, Ihre Ambitionen allen Ehren, aber ich glaube, da sind Sie jetzt gerade nicht die glaubwürdigste Fraktion, um das da zu vertreten, ganz ehrlich. Und dann noch etwas, weil Sie gesagt haben, Verantwortung, die muss man da leben und man muss halt schauen, wer was schreibt. Na, wer gibt denn das dann vor? Sie mit Ihrer Fraktion und gemeinsam mit den Grünen, die am liebsten überhaupt jegliche Meinungsäußerung verbieten würden, das wären dann die Instanzen, die vorgeben, wer die richtigen Medien sind und wer die falschen sind. Also ich glaube, da haben wir ein bisschen ein Problem, Frau Kollegin Jeitler-Cincelli. Also wie gesagt, vielleicht denken Sie das nächste Mal nochmal, bevor Sie da eine Sonntagsrede halten, ein bisschen drüber nach, ob Sie das auch wirklich alles so ernst meinen, was Sie da sagen. Grundsätzlich zum Geschäftsstück. Selbstverständlich haben auch wir die Situation in der Türkei sehr, sehr kritisch gesehen. Wir werden dem natürlich dann auch zustimmen und natürlich dort, wo die Presse und die Meinungsfreiheit in Gefahr ist, muss man natürlich entsprechende Konsequenzen setzen und auch Zeichen setzen. Das werden wir natürlich tun. Ich habe mir in der Vorbereitung zur heutigen Sitzung auch durchgelesen, zu welchem Schluss die Europäische Union oder die Kommission eigentlich gekommen ist, wie der Zustand in der Türkei ist, und da stellt man fest, dass die Lage bei den Menschen und Grundrechten sich weiter verschlechtert hätte, dass Beschränkungen der Tätigkeiten von Journalisten vorgenommen werden und dass die Ausübung der Grundfreiheiten die Auswirkung der Grundfreiheiten auch eingeschränkt ist, und das führt vor allem zu etwas, das man Selbstzensur nennt. Und da bin ich schon gespannt, wie wir die Diskussion dann morgen in dem Zusammenhang führen werden, denn wie Sie alle wissen, sehr geehrte Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, haben wir morgen im Verfassungsausschuss ein Gesetz liegen, das genau diese Zensur auch nach Österreich bringen soll. Und bevor jetzt wiederum die Unkenrufe kommen, ja, das ist eine prorussische Haltung, ich möchte schon grundsätzlich einmal unterstreichen, dass wir hier dauernd irgendwelchen Zensurakten unterliegen. Und es ist vollkommen egal, ob es die Ukraine-Krise ist oder ob es auch die Corona-Krise ist. Wir leben tagtäglich mit Zensur. Und wenn ich einen Bericht schreiben möchte, ja, der dem ähnlich ist, was wir da jetzt in dem Papier von der Türkei drinnen stehen haben, Selbstzensur, Beschränkung der Meinungsfreiheit, dann haben wir dieses Problem auch in Österreich mittlerweile massiv. Ein Beispiel, und da bin ich gespannt, wie sich das argumentativ ausgehen wird am Ende des Tages, ist die Geschichte, dass man, wenn man auf sozialen Medien gesperrt wird, wenn man schreibt oder sagt, dass die Impfung nicht hilft gegen Omikron. Jetzt haben aber die Frau von Laar, die gestern gesagt hat, es geht sowieso nur mehr 1G, die Impfung hilft nicht, sie hilft nicht vor einer Ansteckung, sie schützt nicht, sie ist sozusagen, das ist die Konklusio daraus, sie ist diesbezüglich wertlos. Jetzt bin ich gespannt, ob die Frau von Laar auch eine Schwurblerin ist. Bin gespannt, ob die jetzt auch dann aus den sozialen Medien verbannt wird und wie man das am Ende erklärt. Das sind die Zensurakte, die man gesetzt hat mit der AfP auf Facebook und so weiter und so fort. Also da sollte man, glaube ich, mal nachdenken, wie weit wir sind, oder vielleicht kommt uns irgendwann einmal die Türkei zur Hilfe und sagt dann, Moment einmal, auch bei euch in Österreich gibt es ein Problem mit der Meinungsfreiheit. Die Europäische Union will die ERMK schützen, indem sie sie selber bricht, und das sind Dinge, wo ich schon gespannt bin, wie wir das morgen diskutieren werden und wie wir damit auch umgehen. Sehr geehrte Damen und Herren, selbstverständlich müssen wir mit dem Finger dorthin zeigen und den Finger auch in die Wunde legen, wo diese Menschenrechtsverletzungen stattfinden, wo auch die Verletzung der Meinungsfreiheit gelebt wird, aber nichtsdestotrotz sollten wir uns nicht als moralische Oberinstanz aufspielen in dem Zusammenhang, sondern auch sehen, was wir selbst in unserem Land zulassen. Und zum Abschluss noch einmal eines: Wenn die ÖVP die moralische Oberinstanz ist, was den Umgang mit den Medien betrifft, also dann wünsche ich uns viel Spaß. Ich glaube, Sie sollten da noch Ihre Hausaufgaben machen und dann beim nächsten Mal noch einmal rauskommen und eine bessere Wortmeldung haben. So Christian Hafenecker, er ist Mediensprecher im Freiheitlichen Parlamentsclub.